Okay, jetzt werde ich nämlich alle reinmoven und dann machen alle ihre Cam-Mann. Ich gehe die Namen von oben bis unten durch. Die melden sich einmal kurz, damit du nochmal weißt, wer das ist. Und dann musst du von allen Leuten einfach zwei rausvoten. Also ich gehe den Namen durch und sagst einfach raus oder weiter. So, es haben jetzt, glaube ich, tatsächlich alle ihre Cam-Mann. Okay, ich würde sagen, dann fangen wir von oben an. Direkt mal mit Jamal Ali. Damantra, weiter oder raus? Kann man die Hand heben? Ich weiß nicht, wer das ist. Ich. Ah ja, super. Nee, ist raus. Machen wir mit dem zweiten weiter. Anakin, weiter oder raus? Weiter. Machen wir weiter mit Baul. Weiter oder raus? Weiter. Muss also sogar nur noch einer raus. Big D, weiter oder raus? Raus. So, jetzt. Wir kommen zur zweiten Runde. Erkläre ich dir auch kurz. Erkläre ich kurz den Zuschauern. Erkläre ich kurz den Teilnehmern. Jetzt. Ich rufe euch rein und dann nicht wieder drauf losreden. Nicht wieder irgendwie, was sind deine Hobbys zum fünften Mal? Nicht wieder, ja, ihr wisst, was ich meine. Sondern jetzt einfach, was ist an euch besonders oder was könnt ihr gut oder was ist krass? Wenn ihr zum Beispiel früher, ihr habt in der ersten Bundesliga Fußball gespielt und habt Ronaldo getunnelt, könnt ihr einfach einen Clip davon zeigen. Oder ihr habt 10 Pokale, weil ihr den weitesten Wurf auf der Welt habt. Oder ihr könnt einfach gut singen. Oder ihr könnt springen. Ihr könnt wingen. Ihr könnt irgendwas. Dann ist jetzt einfach an der Zeit zu zeigen, was euch besonders macht. Was mich besonders macht? Boah, das ist eine schwierige Frage, irgendwie das rüberzubringen, ohne dabei irgendwie arrogant rüberzukommen. Aber es hat so was einen Riesen. Was besonders macht. Also, ich glaube... Ich hoffe, hätte sie gesagt, dass er ein Riesenpenis hat. Okay, also vielleicht meine Hobbys oder Interessen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was Besonderes ist. Also ich bin jetzt nicht der Sohn von Ronaldo oder so. Oder wie Berki mit Özil verwandt. Na gut, den kennst du gar nicht. Im Endeffekt, naja, aber ich hätte vielleicht ein bisschen was von meinen Hobbys erzählen. Vielleicht sagst du, okay, da ist irgendwas dabei. Vielleicht ist es wirklich was Besonderes. Also, ey, Chat, ins Gym. Das ist schon eins, mal gar Chat, wenn er krass reden kann. Guck mal, es ist einfach... Ich spiele Gitarre. Er kann das gut rüberbringen, finde ich. Vielleicht ist das cool. Vielleicht kannst du damit was anfangen, keine Ahnung. Ja, ich habe selbst Gitarre gespielt. Oh, wirklich? Gitarre, und da ist es! Wie lange, oder? Da war Jus und Chat, da ist es! Boah, ich glaube so 3, 4 Jahre, aber ich glaube, ich kann es gar nicht mehr. Das habe ich als Kind. Da ist es einfach unter. Okay, ja gut, ich hab's mir so während der Pandemie selber beigebracht, weil ich das immer schon irgendwie können wollte. Und das macht mir sehr viel Spaß. Revita, danke schön für den Prime, vielen Dank. Keine Ahnung. Das ist halt einfach so ein Hobby, sonst würde ich sagen, man kann mit mir sich über vieles unterhalten. Es gibt eigentlich so kein Thema, über das ich nicht irgendwie reden kann. Vielleicht ist das irgendwie eine Stärke. Willst du mir was vorspielen? Ja, safe, klar. Aber also ich sag mal so, ich bin noch einigermaßen Anfänger, aber sag mal, okay, warte. Wenn wir das so machen. Was ist dein Musikgeschmack? Also was könnte man auf Gitarre spielen? Weil wenn ich jetzt irgendwas spiele, was du gar nicht kennst, dann ist es irgendwie wack, so. Nee, irgendwas Langsames. Was Langsames? Kennst du, magst du Tilo? Ja. Das kennst du von Tilo, weil ich kenne nur einen Song. Du sagst es. Ich kenne nur die Standardlieder, aber nee, bei Tilo habe ich jetzt nicht gesehen, ja. Nicht bei Tilo? Nee. Ich sehe mich, dass du mich da siehst. Ich sehe mich da selber auch 0%. Ich habe nur einen Song gelernt, weil hatte Gründe. Also ich höre Tilo privat jetzt nicht so sehr. Aber Lil Peep zum Beispiel kann ich mich mit anfreunden. Oder Nirvana, magst du Nirvana? Ja. Was kennst du von Nirvana? Ich bin absolut schlecht, was Songtitel angeht, bin ich ehrlich. Ich kann mir absolut nichts merken. Können wir nicht arbeiten. Ich brauche ja irgendwie... Nein, Spaß. Okay, ich spiele dir später einfach was vor, ja? Ich habe schon ungefähr, glaube ich, so eine Ahnung, was für eine Richtung es geht. Ja gut, Anakin, dann danke dir. Nee, ich habe noch eine Frage. Ja? Was waren denn die Gründe wegen dem einen Lied von Tilo? Hm? Ja, was die Gründe das waren? Das ist der Lieblingssong von meiner Mutter. So, was war die Frage nochmal? Was war jetzt dann? Was ist an dir besonders? Ja, danke besonders. Ich bin ja nicht so ein Typ, der wirklich angibt, weißt du? Ich gebe ungern an, dass ich zusammen in meinen jungen Jahren mit ein paar Kollegen das größte E-Sport-Lifestyle-Team im ganzen Dachbereich und könnte man sagen Top 10 in ganz Europa gegründet habe. Ja, wir haben viele Sponsoren damit erreicht, wie Logitech, Red Bull, haben viele unserer eigenen Produkte auf den Markt gebracht, so wie diese Gaming-Booster hier, eigenen Merch, eigene Kleidung, haben die größten Content-Creator und Fortnite-Gamer und Spieler im europäischen Bereich bei uns. Ja, also das würde ich sagen, ist etwas, was mich schon sehr auszeichnet. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht so viel. Das hatte ich schon auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ich habe gehört, du gehst gerne auf die, also du wirst auf die Gamescom gehen, zufällig? Ja. Ja, wir haben dort zufällig so eine der größten Stände dort, Wave Esports Stand, kannst vorbeikommen. Im Experian wird es auch ein Meet and Greet geben, also nicht jetzt für dich als Fan, da kannst du auch so vorbeikommen, chillen mit uns, wenn du willst. Da könnt ihr alle im Chat vorbeikommen, by the way. Kann ich mehr reden? Was ist das? Bist du nervös? Ich zeige ich mir noch nie nervös erlebt. Aus, dass ich sehr sportlich bin. Also ich bin noch nie nervös keiner Sportler jetzt der Allerbeste, aber egal was ich mache, ich habe immer ein gewisses Talent, dass ich es dann kann. Also wenn wir jetzt Tennis spielen, ich treffe den Ball so, also egal, wenn ich Tischtennis oder Golf oder Fußball, Eishockey, egal, alles, was man in der Schule gemacht hat. Hetzel, ich habe eine Frage. Nee, ich will deine Frage gar nicht. Doch, bitte. Nein, darf ich echt nicht wissen. Darf ich dir eine Situation beschreiben, als wir morgens aufgewacht sind bei Sophia und du dann da standest? Darf ich dir eine Situation beschreiben? Nein! Ja, bitte. Schattentante, stopp. Also, Schattentante. Nein. Ich meine, die eine Situation, als auf einmal 20 Zellen. Also. Nein, Schanti, ja. Nein. Okay, gut, dann lass ich das mit den 20 Zellen. Oh, Mensch, also. Sei doch nicht so ein Spielverderber jetzt. Wir waren halt bei ihr auf Geburtstag eingeladen. Shanti und ich. Und da haben wir haben da gepennt und dann... Digga, willst du reden oder bin ich gerade... Sorry, ist mir leid. Digga, also so unhöflich als Host auch noch, nimmt er mir meine Sprechzeit weg. Unverschämt. Ja, aber du musst wissen, Shanti war auch bei mir auf Geburtstag ja eingeladen. Mhm. Und der hat auch in einer Tour geredet in Real Life. Das ist so schlimm. Der war so ein NPC. Der ist da gekommen, Leute haben sich...
An der Stelle. Hallo? Ich glaube, Hetzel hat einen Disconnect. Nee, super an der Stelle. Warte mal, ich muss mal rein. Hetzel, hast du noch. Hallo? Digga, was ist mit dir, Schandtante? Hast du einen Disconnect? Was war jetzt los? Ich glaube, du wurdest gekickt. Ja, der war ein bisschen mad, glaube ich. Egal, also ja, Talente, keine Ahnung. Lenny, nein! Lenny, ich schwöre, ich klatsche dich auf der Gamescom. Sag mal, kennst du Reason? Ja. Ja, okay, das ist Reason. Nein, ich möchte gar nicht sagen. Ich möchte nur sagen, Hetzel ist ein super Freund. Ich kenne ihn jetzt auch schon seit mehreren Jahren. Aber Lenny? Ich wollte nur kurz was sagen, einfach. Ungefähr seit 3 Jahren, tut mir leid, dass ich jetzt hier so reinkomme. Und ich kann dir ja nochmal von deiner Lieblingszahl erklären. Deine Lieblingszahl ist 20,3. Und ich bin jetzt weg. Tschüss. Und by the way, an den Chat, ist mir scheißegal, ob das cringe ist. Chat, W ist ein Chat, egal was passiert. W ist ein Chat. Oh, ist das gar nicht laut, oder? Das ist gar nicht laut, super. What would I do without your smart mouth? Draw me in and you're kicking me out. You've got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's on the water, but I'm breathing fine. You crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. And I give you my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me. Man darf einen Tränen nicht sehen. An der Stelle würde ich da mal pausieren. Nee, sehr schön. Ehrlich, Respekt, wirklich, dass du dich das traust. Richtig geil. Lieb ich, wirklich. Hallo? Hallo? Was macht dich denn aus? Was macht dich denn besonders? Ein kleines Vorwort. Ich habe jetzt, das finde ich echt uncool, dass ich jetzt ausgelacht werde. Ich gebe mir mein Bestes. Also ich habe, ich sage, viele so Halbbesonderheiten, über die ich jetzt nicht groß reden will. Ich kann kochen und so gerne und habe früher auch Keyboard gespielt. Aber ich glaube, um mich hier mal von der breiten Masse abzuheben, als würde ich das nicht sowieso schon tun in meinem Outfit, würde ich gerne meine Besonderheiten oder mein Können unter Beweis stellen mit einer Bildschirmübertragung. Oh, denn nein. Denn ich denke, du hast ja auch gesagt, du hast schon vor Fortnite gespielt. Nein. Ich würde einfach mal sagen, mein Können ist, dass ich hier der beste Freebuilder bin in Fortnite. Halt die Fresse. Pass auf, geht gleich los. W ist in Chess. Ey, er setzt sich jetzt hier hin in seinem Perry das Schnabeltier-Kostüm und spielt Fortnite, Digga. Ich kann's nicht glauben. Ich kann's nicht fassen. Ich glaub's gerade echt nicht. Ja, perfekt. Digga, sogar ich bin's immer besser. Also man sieht, denke ich habe schnelle Finger, ich kann das alles sehr gut. Ne? So. Genau. So eine Besonderheit von mir, würde ich einfach mal behaupten. Ich glaube, das reicht auch schon, weil sonst wird das noch peinlicher. Ja, was mich eigentlich jetzt so besonders macht, ist, ich lerne so schnell Sachen, die mir sehr gut gefallen, also die mich interessieren. Ich habe zum Beispiel früher bei Schwimmen im Verein, habe Fußball gespielt, Basketball, Handball. Ich war auch öfters Minigolfen und wo ich kleiner war, habe ich auch Gitarre gespielt. Wo ist eine Präposition des Ortes? Und auch Flöte. Ja, also ich lerne Sachen sehr schnell und das gefällt mir auch. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte mit jemandem was unternehmen und er hat ein Hobby, was eigentlich sehr besonders ist, dann kann ich es mir schnell beibringen in einer sehr kurzen Zeit. Ich öffne mich sehr gerne Menschen, wenn ich merke, dass sie ein Niveau haben, also ein sehr hohes intellektuelles Niveau. Er redet so schlau. Ja, das war's. Was sind meine Besonderheiten? Ja, ich bin gut im Basketball eigentlich und ich kann sehr, sehr gut mit Menschen umgehen. Ich habe einen kleinen Neffen, der ist 5 Jahre alt. Ich habe einen kleinen Penis. Mit dem spiele ich auch gerne mal ein bisschen Basketball. Ich bringe ihnen momentan so ein bisschen was bei. Und ja, ich bin auch sehr spontan. Das heißt, man könnte mich um 4 Uhr nachts anrufen und fragen, ob ich rausgehen will oder so und dann wäre ich direkt da. Und ja, wie gesagt, einfach mit Menschen. Ich lerne gerne neue Menschen kennen. Und ja, das war's eigentlich schon. Kurz und knackig. Hallo, okay, passt. Früher war ich bei einem Bundesligisten in Österreich, also Fußball. Hatte da eigentlich ziemlich gute Ausgangsposition, aber dann habe ich mich verletzt und jetzt bin ich frisch 18 geworden. Das heißt, das kann ich eigentlich wieder vergessen. Sonst noch bin ich eigentlich so Fortnite Pro, weißt du? Also bin ich so auf einem Pro-Level, keine Ahnung. Ich habe so 10 PR, weißt du? Falls er das was sagt. Ja. Ja,
also sag mal gut, ernst, ja, ist gut. Also in naher Zukunft. Ja, das sind so meine Besonderheiten. Gut, ich muss kurz zählen, nicht, dass ich mich viel erzähle. Gut, Samantha, da müssen jetzt von den ganzen süßen Jungs natürlich, die hier dabei sind, müssen 3 Leute raus. Und ich würde sagen, wir starten ganz oben mit Anakin. Weiter oder raus? Nee, weiter. Anakin, weiter. Und Baul, weiter oder raus? Weiter. Weiter, okay. Trexler, weiter oder raus? Raus. Schöne Hose an der Stelle. Schöne Hose an der Stelle. Und genau jetzt, also vorhin hat er gespielt All Guys Are The Same, aber jetzt nicht, das ist krass. Ja gut, machen wir weiter. Knacksbrot, weiter oder raus? Weiter. Okay. Zeus, mit dem Perry-Kostüm, weiter oder raus? Raus, ganz, ganz großes Raus. So, wir machen weiter mit Not Rowan. Wink mal kurz, damit sie wieder weiß, wer du bist, super. Raus. Jetzt, Samantha. Ich werde jetzt 2 Jungs zu dir reinmoven und du darfst einfach mit denen kurz nochmal 30 Sekunden kurz einen kleinen Smalltalk halten, aber beide sind schon gleichzeitig drin. Aber einer ist mute, danach der andere. Du kannst ihnen einfach 1, 2 Fragen stellen, wenn du willst, aber auch nur auf 30 Sekunden limitiert und danach geht's weiter. Okay. Ja, wer will als erst reden, könnte Samantha, du kannst entscheiden. Beide da einfach 30 Sekunden nehmen. Euer Typ Frau, was müssen sie auf jeden Fall mitbringen? Mein Typ Frau ist auf jeden Fall blond. Also ich mag blonde Frauen. Ich mag auch Frauen, die wissen, wo sie stehen, selbstbewusst sind, Ziele im Leben haben. Das ist mir so das Wichtigste. Humor halt auch, Vertrauen, so das halt so. Wir haben ein Gesamtpaket. Okay, also vom Aussehen her, ich habe jetzt nicht so wirklich einen Typ, was ich so am meisten, also was ich am wichtigsten finde, ist auf jeden Fall das Gesicht, so dachte ich einfach am meisten drauf. Und alles andere ist mir eigentlich egal, also groß oder klein, ist mir relativ egal. Ich bin selber jetzt nicht klein, deswegen ist eigentlich auch kein Problem. Wie groß bist du? 1,83. Also jetzt ist kein Riese. So das mehr, ist aber ein Pluspunkt auch wieder, über 1,80? Also nee, die Größe war so. Also charakterlich, wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gequatscht, ich will jetzt nicht so das recyceln, aber so das mit ähnlicher Humor. Kannst du auch gar nicht, weil die 30 Sekunden sind vorbei. Das waren 30 Sekunden? Das waren 30 Sekunden. Ja, gut. Ich finde, 30 Sekunden sind eigentlich schon länger, als man denkt, oder? Das ich finde, 30 Sekunden sind jetzt länger, als man denkt. Digga, ich habe gerade angefangen, ich bin gerade warm geworden. Bro, ich finde 30 Sekunden sind schon lang. Ja, ja, 30 Sekunden sind schon sehr lang. Ja, auf jeden Fall, guck, ja. Man muss ja auch immer gucken, in welcher Situation dann auch. Auf jeden Fall, an euch beide jetzt, ne? Die Frage, ihr dürft einen Punkt nennen. Warum Samantha euch, Samantha übrigens, muss jetzt einen von beiden direkt kicken. Du musst einen von beiden gleich direkt kicken. Ihr müsst jetzt ihr müsst einen Punkt nennen, warum genau ihr weiterkommen solltet. Und ihr könnt auch ein bisschen miteinander reden, warum der andere raus soll, warum der andere so viel Scheiße ist. Was f***t euch dann mal ab? Warum ist der andere so ein Scheißknecht, dass der rausfliegen muss? Also, ich weiß, was Shanti hier will, ne? Er will so, dass halt so, ich sage, ja, guck dir den Typen an oder wie auch immer, aber so, das ist unkorrekt. Erstens kenne ich ihn kaum so und zweitens so, ich weiß nicht, im Endeffekt so, ich weiß nicht, was für mich vielleicht sprechen würde, ich bin älter, aber sonst jetzt dich hier irgendwie zu beleidigen. Ich kenne ihn nicht, ich hab nichts persönlich gegen ihn, ja, wir könnten das in einem Fortnite 1v1 klären. Mehr kann ich dir nicht anbieten, ich werde jetzt hier nicht irgendwie ihn beleidigen, so. Also ich habe nichts Schlechtes, wenn zu sagen, ich kenne ihn auch gar nicht so und er wirkt bis jetzt sehr, sehr sympathisch. Also. Musst du am Ende die Entscheidung treffen, so, die Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Du sollst sie überzeugen und nicht Baul. Ja, ich habe zu Samantha gesagt, sie muss die Entscheidung am Ende nehmen, so, niemand kann dir die Entscheidung abnehmen. Was man vielleicht sagen könnte, ja, du meintest so, du bist selber auch mehr ein bisschen so eine aufgedrehtere Person und so, ich habe auf jeden Fall auch so das gewisse ADHS, wenn es braucht und das hat vielleicht der Baul nicht, aber sonst habe ich nichts Schlechtes zu sagen. Ja, du darfst reden. Ja, also ich würde sagen, dass ich hatte gerade was im Kopf, warte, ja, das ist dumm. Ja, okay, ich habe halt auch nicht wirklich was Schlechtes zu sagen, das würde jetzt auch behindert dumm kommen, wenn ich ihn jetzt komplett so anmache und so anbiefe. Okay, Anakin, er sieht halt wirklich gut aus, so, keine Ahnung, ich würde es verstehen, wenn du dich für ihn entscheidest, aber ich denke mal, mit mir kannst du halt so mehr leben, ich gehe auch so in Richtung Content Creation, also ich denke, wir haben nur dieselben Interessen so ein bisschen, ich versuche mich auch so ein bisschen zu vermarkten immer, mal zu schauen, ein bisschen streamen, ein bisschen Content Createn. Okay, Follower hast du, ich muss jetzt noch ein bisschen reinlisten, sorry, wie Follower hast du, sagst du Content Creator? Ja, sag, welche Plattform? Ja, ich frag dich ja. Achso, ja, welche Plattform, wie viele Follower? Was ist deine größte Plattform, egal. TikTok mit 1100, glaube ich. Okay. Ist auf TikTok jetzt nicht so strong, ich weiß aber. Ich bin... Ich sag nur. Ja, alles gut. Oh, Samantha, wie es aussieht, müsstest du dich jetzt für einen von den beiden entscheiden. Gut, also dann kick ich den rechten. Baul? Genau. Was würdet ihr mit mir bei eurem ersten Date machen? Also erstes Date finde ich es immer wichtig, dass man so abcheckt, ob man so derselbe Vibe ist. Ich meine, wir reden jetzt ja schon viel, aber Real Life ist immer noch was anderes. Deswegen einfach so ganz entspannt. Ich bin übelst der Fan von Autofahren. Zum Beispiel so ein Late Night Drive, bisschen auf Musik zusammenbleiben, bisschen ins Gespräch kommen. Das finde ich übelst nice als erstes Date. Ich mag sowas wie Kino oder Essen gehen oder so nicht so gern, weil wenn man so in Gesellschaft ist, beziehungsweise dann ist man nicht mehr so ganz, dass man sich so kennenlernt, wie man wirklich ist. Obwohl ich ein sehr extrovertierter Mensch bin und dann auch gerne Sachen unternehmen, zum Beispiel mit meiner Freundin oder auch mit Kumpels. Finde ich so das erste Treffen, wo man sich dann so kennenlernen sollte, wie man eigentlich ist, ist immer so wichtig, dass man so irgendwas zu zweit macht. Ja, bei der letzten Mal habe ich da bei dieser Frage leider verkackt. Aber ich habe mal so überlegt, so meiner Meinung nach ein Tag ist vielleicht für schöne Momente ist es so nicht, also zu viel halt. Und ich würde vielleicht mit dir so auf einen Rummel gehen, ein bisschen Spaß haben da. Dann, wie ich sehe, du hast viele Teddys im Hintergrund. Vielleicht würde ich an einem Stand für dich einen Teddy gewinnen. Und ja, das war es eigentlich in diesem. Das waren auch die perfekten 30 Sekunden. Okay, und jetzt an euch beide. Warum sollt ihr weiterkommen und was findet ihr am anderen richtig
Witze. Jetzt müsst ihr auch mal sagen, was ihr kacke findet. Guck mal eben, die beiden Jungs, die haben sich gefühlt zusammengedatet. Und was ist denn das? So, was findet ihr scheiße am anderen? Frag einfach mal so. Warum soll Samantha den anderen nicht weiterlassen? So, sollte mich weiterlassen, weil ich natürlich noch eine Story habe zum Erzählen. Und weil ich auch finde, dass wir halt so von unserer Art, weil wir beide extrovertiert sind, sehr gut harmonieren würden, vielleicht sogar. Ja, und ich meine, jetzt so ein Typ, der die ganze Zeit mit Sonnenbrille sitzt, weiß ich jetzt nicht. Ah, ich muss sagen, er hat vielleicht recht. Ich bin vielleicht nicht so ganz extrovertiert, aber man muss auch dazu sagen, man kann sich ja ändern, weißt du? Und ich würde schon bei ihm behaupten, ich kenne ihn natürlich nicht, aber schon von ein paar Sachen, die ich gerade im Hintergrund gehört habe, von dem einen oder anderen, so ist der Typ so, ich will jetzt ihn nicht komplett wegfronten, aber maybe ein Sag's. Fuckboy. Er ist nur... ja. Ich finde nur nicht die richtige, das ist das Problem. So kann man es auch sehen. Ja, ich habe auch so 30 Mädchen gewusst. Ja, gut, aber du hast ja selber gesagt, man kann sich ändern. Ah, das ich auch bin recht. Ja grundsätzlich offen, dafür eine Beziehung einzugehen. Und ich bin noch niemandem fremdgegangen. Ich will auch niemals fremdgehen. Das ist für mich das Abscheulichste, was es gibt. Macht ja so gut. Aber wenn ich jetzt nicht die richtige Frau habe, soll ich dann in Täuschheit leben? Also, wie definierst du denn eigentlich die richtige Frau? Ich? Na, also vom Aussehen her, also ich finde, sie muss eine gewisse Art von Sportlichkeit haben, weil ich das einfach sexy finde. Also natürlich muss sie gepflegt sein. So das Äußerliche muss natürlich stimmen. Haarfarbe oder Augenfarbe bin ich jetzt gar nicht so der Typ. Aber das Allerwichtigste ist einfach, dass man vom Vibe her einfach passt. Man muss denselben Humor haben. Man muss, finde ich, sich gegenseitig verarschen können. Das ist ganz wichtig. Bin ich so man bei ihm. Mit dem anderen zusammen lachen können. Gut, ich glaube, dann würde ich sagen, Samantha, für wen von den beiden würdest du dich jetzt hier eher entscheiden? Also die 20,3 ist an der Stelle leider raus. Was ist euer Bodycount und was findet ihr ist für ein Mädchen in Ordnung im Bodycount? Boah, die müssen eine Antwort bringen. Es gibt keine Ordnung. Fang du an. Mein Bodycount ist bei 0. Ich hatte keine Freundin. Ich hatte bis jetzt nicht so Erfolg, sagen wir es mal so. Und nochmal auf die zweite Frage, wie lautet die? Und zwar, was für dich in Ordnung wäre, also ob sie jetzt nur wenige haben sollte oder ob sie auch egal wäre, hätte sie schon viele gehabt. Das wäre mir relativ egal, aus dem Grund, weil wenn die Stimmung passt, dann ist alles relativ egal. Am Ende des Tages macht das nicht nur eine Person aus, wie viele Typen sie kennengelernt hat oder mit wie viel sie rumgemacht hat. Da ist halt viel mehr, wie die Person halt mit dir war, wie du dich auf jeden Fall mit ihr verstehst im Allgemeinen, ob du mit der Person auch viel mehr unternehmen kannst als mit irgendwelchen Kollegen. Ja, das würde ich so sagen. Ja, auch Bodycount 0. Wie gesagt, auch keine Freundin gab vorher. Aber auch nicht so wirklich fresh. Den Drang da so gehabt. Wenn es passt, dann passt. Wenn es kommt, dann kommt. Ich suche jetzt nicht unbedingt passt, hier. Passt, ich brauche jetzt unbedingt keine Freundin oder so. Sondern wenn es halt, wenn man eine kennenlernt und die zu mir passt, dann nehme ich die. Und ja, was in Ordnung bei Mädchen ist, ich habe viele von meiner alten Klasse, also die mir erzählt haben zum Beispiel, dass ihr Bodycount meistens so hoch ist, weil die das entweder nicht richtig wollten oder so. Das heißt, wenn man jetzt sagt irgendwie, ja, wenn der Bodycount 5, 6 oder so ist, dass man dann irgendwie schlechter ist, so, das kann ja nicht unbedingt nur an sie liegen. Das heißt ja, auch so 5, 4, so, ja, unter 10 auf jeden Fall. Wenn sie jetzt 50 hätte? Das wäre eher schwierig dann. Ja, gut. Jungs, ihr wisst jetzt, worum es geht, wenn ich mich hier anmute. Um die Wurst. Okay, was finden die am anderen Du musst auch mal was kommen, wirklich, jetzt. Das kann es auch nicht okay, sein. Alle, ich frage, was finden die am anderen Die machen Komplimente. Was findet man? Boah, ich weiß gar nicht. Deine Wand gefällt mir gar nicht mit diesem Regenbogenzeug. Wenn es einfach schlicht weiß wäre, dann wäre es besser. Sieht nicht so wirklich gut aus. Ja, mehr kann man nicht sagen eigentlich. Ja gut, Bro, aber wir könnten das auch in dem Fortnite 1 gegen 1 zu dem Valorant klären. Also wenn ihr nichts zu sagen habt, außer über die Wand im Hintergrund, dann... ja, es gibt nichts zu sagen. Dann würde ich sagen, Samantha, wen von den beiden willst du weiterlassen? Genau, ich weiß leider nicht die Namen von den beiden an der Stelle. Roaster ist der mit der Wand im Hintergrund und Skyjet ist der ohne. Gut, an der Stelle die Regenbogenwand ist weiter. Okay, ich würde sagen, ich move kurz die drei Jungs hier hoch, denn jetzt brauche ich meine Mods. Das erkläre ich dir direkt jetzt mal mit Samantha. Meine Mods werden jetzt eine Abstimmung machen, was der Chat denkt, wer am besten zu dir passt von den drei Jungs hier. Dann wird natürlich einer die meisten Stimmen haben. Und dann, ganz wichtig, der die meisten Stimmen hat, ist dann safe im Finale. Und die beiden Jungs mit den weniger Stimmen, davon kannst du noch einen so ins Finale weiter lotsen. Weißt du, was ich meine? Anakin ist mit 370 Stimmen vorne. Anakin, wie fühlst du dich gerade so dabei? Kurz ein Live-Interview. Oh, bitte, mach's nicht noch unangenehmer so. Was soll ich dazu sagen so? Also freut mich auf jeden Fall. Dann habe ich ja anscheinend einen sympathischen Eindruck dem Chat gegenüber gemacht. Ist doch eine gute Sache. Und du hast tatsächlich auch gewonnen, Anakin. Damit, Anakin, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Finale. Ich move dich mal ganz kurz runter. Und Samantha, du musst dich jetzt hier entscheiden. Welchen rettest du noch ins Finale? Was denkt ihr, ist mein Bodycount? Hast du ja gesagt, 5 Jahre in der Beziehung. Ich sage 2. Gut. Bis 3. Maximal. Ich sag 4. Würde ich eigentlich auch so. Dann ist wohl hier an der Stelle hier unser Sänger weiter. So, Samantha, jetzt gibt's ein kleines Problem. Ich meinte immer, du hast eine Frage gestellt. Ich hatte auch ein paar Fragen fürs Finale noch vorbereitet, die halt interessant gewesen wären. Du hast leider nur schon alle gestellt, die ich auch stellen wollte. Deswegen würde ich sagen, ich lasse dir freie Wahl von Fragen. Kannst du die Jungs noch alles fragen? Kannst dir Zeit lassen, wie du willst. Hauptsache, du entscheidest dich am Ende des Tages, wer hier heute der Gewinner ist. Also ich hätte hier schon gern mal hier ein bisschen Gitarre. Stimmt, okay. Da war ja noch was. Da war was. Klaxboot singt, oder? Genau. Sehnsucht von Tilo. Kennst du den Klaxboot? Ist es zu laut oder zu leise? Autotune. Kannst auch so singen. Bist du ready? Ach so, ich soll dabei singen oder was? Ja, nein, das kriegen wir nicht hin. Ich weiß nicht, aber wie sollen wir den Einstieg kriegen? So. Ich weiß selber
nicht, wo das anfängt, wo es aufhört. Ich probiere es einfach mal. Ey, aber das ist, bei sowas bin ich nervös, ohne Scheiß. Ich habe noch nie Gitarre gespielt vor irgendjemandem. Wofür denn? Sehnsucht oder irgendein anderes Lied. Also, meinst du so ernst, dass ich das jetzt singe, oder? Feature machen. Hey, du hast doch vorhin auch gesungen. Nein, musst du ja, nicht. Okay, na, ja, okay, komm, wir können das gerne machen. Aber okay, das... Ich weiß selber nicht, wo der Einstieg ist. Okay, aber ich muss langsam mal ein bisschen kurz den Text raussuchen. Ja, das wird so kacke. Ich Digga, weiß jetzt gar nicht. Singen die hier. Ja, das wird so okay, echt krass. Ich probiere es irgendwie zu spielen, also. Das weiß ich jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich fände es auch keine gute Idee, wir machen es jetzt trotzdem. Also, ich fange einfach mal an und du steigst ein, wann immer du ready bist. Scheiße. Du sagst, es geht schon. Ah nein, das ist schwierig reinzukommen. Okay, ich versuch's. Ich spiel mal nur den ersten Teil, ja? Ich will tun, mach kein Wasser zu Wein, ich bin nicht Jesus. Doch hab mit dir so viel voran, wir sind so. Aber das passt gar nicht so, also der Text passt gar nicht so richtig. Ja, ich spiel's auch, glaube ich, nicht schnell oder zu langsam. Ich kann den Song nicht, ich kann nur die Akkorde so, aber ich weiß nicht, wie der Song von hinten bis vorne. Auf jeden Fall Props, Digga, das hört sich aber trotzdem echt gut an. Ich weiß nicht genau, wie der Song von vorne bis hinten durchgeht. Was kennst du noch für Lieder? Ich weiß nicht. Sommergewitter. Das kann ich nicht. Das ist so ein Meme-Gitarren-Song. So. Das ist so. Also wenn du mir die Akkorde sagst, keine Ahnung, was das ist. Ja, okay, wenn du mir die Akkorde sagst. Du hast selber mal Gitarre gespielt. Eigentlich könntest du mir die Akkorde spielen. Jungs, das Problem ist halt, wenn du bist, die Melodie bei ihm ankommt, ist wieder die da. Aber nicht nur deswegen. Ja, stimmt. Ich spiele ja auch einen anderen Part. Ich spiele jetzt mal ein gutes Gitarrenlied und du singst mir gleich nochmal was vor. Das hört sich ja am Plan an. Das ist ein guter Plan. Was soll ich denn spielen? Ja, egal muss, was. Du musst mich jetzt davon überzeugen. Ah, ich muss dich jetzt hier abholen, okay. WZZ. Ja, das ist schief. Mein Handy ist meine Cam, deswegen habe ich es einfach quasi per Hören bestimmt, deswegen ist es falsch. Aber das sieht das auf jeden Fall Everlong. Das kannst du dir mal anhören, wenn du Bock hast. And now, when I was down, there was nothing to say. You have gone it so effortlessly. You have fun, you can go ahead and tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hope would be impossible. Falling out of love is hard. Falling for betrayed is worse. Broken trust and broken hearts. I know you're thinking what I need is a building faith. Ich brauche nicht schissen. Stark, sehr, sehr stark. Sehr krass, Bro, sehr krass. Kesa Mantra, ich würde sagen, du hast ja jetzt die beiden Jungs schon gut kennengelernt, du hast jetzt die Talente von beiden Jungs nochmal so gehört. Wenn ich fragen darf, für wen denkst du, würdest du dich entscheiden? Ich habe noch eine finale Frage. Okay. Was war der erste Eindruck von mir? Okay, weil ein Kollege hat mir als Chanti mir gesagt, dass du mitmachst, das eine Blind Date Video gezeigt. Deswegen ist das ja so mäßig der erste Eindruck. Aber, boah, schwierig. Also, ich habe ja bei den anderen Leuten zugeschaut. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ist es für dich so was Neues, mal Dating Show dabei gewesen zu sein? Oder? Also, so online mit so vielen Leuten? Habe ich gestern gemacht. Also, okay, du kamst nicht nervös rüber oder irgendwas. Du kamst eigentlich ja sehr sympathisch rüber. Also, ich meine, du bist jetzt auch ein bisschen älter als die anderen, die zum Beispiel hier davor mitgemacht haben. So. Da war es nämlich oft so, dass die nicht so genau wussten, was sie sagen. Und das war so, der Vibe war die ganze Zeit so, mir egal, sag du. Und dann ist es halt schwierig, so darauf irgendwas aufzubauen, wenn du halt selber nicht wie so ein Wasserfall redest wie ich oder so. Aber deswegen, ich fand dich eigentlich sehr sympathisch. Du hast Bilder benutzt. Nee, du hast dich einfach so von deiner, ich denke mal, normalsten Seite gezeigt. Und so, wie du halt einfach wahrscheinlich auch drauf bist, kann ich schlecht beurteilen. Aber so von dem her fand ich eigentlich, hast du einen sehr offenen
schon einen Eindruck gemacht und auch ein paar Leute mal ein bisschen, sagen wir mal, in die Enge getrieben. Das fand ich auf jeden Fall auch ganz, ganz witzig. Also zumindest mal nachgehakt und so. Ich meine, ich musste jetzt auch noch irgendwie irgendwas auf Gitarre spielen. Ich bin auch nicht einfach so davon gekommen. Also von daher würde ich sagen, du hast einen sehr sympathischen, offenen Eindruck gemacht. Okay, ich bin ehrlich, okay? Also ich wusste schon so etwas längerem, weil ich ja Shantys Streams leider gucke, dass du dabei bist. Und ich dachte mir eigentlich so, oh, weiß ich jetzt nicht, ob ich mitmache. So nicht so wegen dem schlechten Eindruck oder so, sondern okay, jetzt bin ich komplett ehrlich. Ja, jetzt werde ich so hart rausliegen. Ich habe eine kleine Lüge gehabt, ganz am Anfang. Zwar, okay, vielleicht hat man es auch schon wissen können. Ich bin nicht 18, sondern ich bin 17. So ein kleines Jahr bei, sorry. Und dann dachte ich mir halt so, vielleicht bist du viel zu alt für mich und schaffe ich es niemals, da überhaupt eine Runde weiterzukommen. Dass ich einfach im fucking Finale bin, hätte ich niemals gedacht. Tut mir auf jeden Fall sehr leid. Gut, Samantha. Kommt zu deiner Entscheidung. Ich denke, es liegt jetzt auf der Hand wie ein Nutella-Brot. Also gewinnen würde jetzt an der Stelle dann... Ich bin spannend, ja. Ich merke das mal. Der Gitarrenspieler hat gewonnen. Der Gitarrenspieler. W ist der Chat für Anakin. Chat. Sehr, sehr geiler Stream gewesen. Vielen Dank fürs Einschalten. Hat sehr, sehr gebockt. War wieder eine sehr geile Dating-Show, fand ich.